Hey Freunde, Zeldameister hier. Heute gucken wir uns die schnellste Methode an, Sternensplitter zu farmen. Viel Spaß und los geht's! Als allererstes teleportiert ihr euch auf die Spitze der Zwillingsberge. Platziert ein Feuer und schlaft bis morgens. Danach schlaft bis abends und wartet. Sternsplitter erscheinen nur nachts, deswegen solltet ihr auch wirklich bis abends schlafen. Wichtig zu wissen ist, dass er nur in eurem Sichtfeld herunterfällt. Sollte er ins Wasser fallen, dann wird er despawnen. Indem wir jetzt Schloss Hyrule in der rechten Ecke unseres Bildschirms halten, sorgen wir dafür, dass der Sternsplitter irgendwo im inneren Hyrule abstürzen wird, wo es kaum Wasser gibt. So verkleinern wir die Chance, dass er verloren geht. Platziert eine Markierung dort, wo er landet. Teleportiert euch zum nächstgelegenen Schrein. Jetzt könnt ihr ihn euch einfach aufnehmen und das Ganze so oft wiederholen, wie ihr mögt. Hier noch ein paar Tipps. Sollte der Sternsplitter auf einem Abhang landen, dann wird er so lange nicht herunterrutschen, bis ihr in seine Nähe kommt. Um alle Ausrüstungen in dem Spiel auf die höchste Stufe aufzuwerten, braucht ihr 23 Stück von ihnen. 12 für die antike Rüstung, 3 für das Wildnis-Set und jeweils 2 für alle 4 Edelstein-Ausrüstungen. Ach übrigens, auf den Zwillingsbergen ist es kalt, also nehmt euch etwas mit, um euch warm zu halten. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Guide. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. So werdet ihr auch in der Zukunft keine weiteren Tipps, Tricks und Glitches mehr verpassen. Ansonsten sieht man sich wie immer im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Tschüss!